fantastische Reise in ein unentdecktes Land. Wo sind wir hier? Es wird gleich dunkel. Vorher musst du verschwunden sein. Die größte Herausforderung im Leben der kleinen Chihiro. Wer sich hier aufhält, ohne zu arbeiten, wird von Yubaba in ein Tier verwandelt. Wird sie ihre Eltern aus der Verzauberung retten können? Sie wurden wirklich in Schweine verwandelt? Begleite sie und ihre Freunde beim größten Abenteuer ihres Lebens. Ich will, dass sie mir Arbeit geben! Sei endlich still, du! Magisch, unglaublich und ausgezeichnet mit dem Oscar. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder! Chihiros Reise ins Zauberland. Am 15. September bei Jetix. Dein Abenteuer beginnt. Können wir die Sprache der Tiere lernen? Wir sollten wissen wollen, wie gut sie uns verstehen. Menschen wie die Primatologin Jane Goodall haben das Erstaunliche geschafft. Als ob sie Hallo sagen wollten. Sie begrüßen dich jeden Morgen. Du kommst und sie krummeln. Er kommentiert, was ich mache und nimmt Teil daran. Sehen und hören Sie den spannenden Zweiteiler Wenn Tiere sprechen. Montag, 21.05 Uhr auf Animal Planet. Mad Jack, der beknackte Pirat. Jetzt und danach typisch Andy. Bei Jetix. Dein Abenteuer beginnt. Endlich habe ich mal etwas Richtiges gemacht. Nachdem ich mein ganzes Leben lang nur Pech hatte, habe ich jetzt einen Preis bekommen. Einen Preis, für den ich über diese große, flache Erdscheibe gesegelt bin. Zu drei Vierteln jedenfalls. Und er gehört mir. Alles meins. Alles meins. Oh nein, flink schneidig. Nicht schon wieder. Doch, schon wieder, Mad Jack. Und wieder einmal sehen wir, dass du den schwierigen Teil des Jobs für mich erledigt hast. Mathilda, nimm Mad Jack unseren Schatz ab, ja? Nein, dieses Mal nicht. Verflixt. Also, jetzt mach mich bloß nicht wütend, Mad Jack. Ich werde dich nicht töten, aber stattdessen werde ich dich allein auf dieser einsamen, immergrünen Insel zurücklassen. Du willst mich also nicht umbringen? Nein, es macht zu viel Spaß, dich immer wieder zu bestehlen. Falls du hier lebend runterkommst, freue ich mich schon auf unser nächstes Wiedersehen. Es gibt schlimmere Orte, wo man stranden kann. Fragst du dich gar nicht, wieso hier keine Menschen leben? Und wenn schon, ich teile sowieso nicht gern, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Ach, deshalb also. Ich wette mit Ihnen, dass ich einen Pfeil immer noch gerader schießen kann als Sie. Ist doch lächerlich, Sie sind blind. Aber ich bin immer noch ein besserer Schütze als Sie. Also gut, worum wetten wir? Wir wetten um Ihr Schiff und das hier. Was denn, eine Rotzfahne? Ich verwette mein Schiff und Sie kommen damit? Das ist keine gewöhnliche Rotzfahne, mein Freund. Es ist vielmehr die Karte zur legendären mystischen Insel Hexenbad. Hexenbad? Genau, sie enthält die Wegbeschreibung zur Insel und den letzten bekannten Verbleib des geheimnisvollen und legendären Schatzes der drei Waldhexen. Der Schatz der drei Waldhexen? Der sagenumwobenste Schatz der gesamten Erdscheibe? Mit dem hätten wir für immer ausgesorgt. Sie meinen, ich brauche Sie lediglich im Bogenschießen mit diesen harmlosen Pfeilen hier mit diesen Saugnäpfen dran zu schlagen und der Schatz der drei Waldhexen gehört mir? Wenn Sie mich besiegen, bekommen Sie die Karte. Aber wenn ich gewinne, dann kriege ich Ihr Schiff. Abgemacht. Captain, Sie sind der schlechteste Schütze weit und breit in Grummelsdorf. Ach, um Himmels Willen, er ist blind. Soweit kann nicht mal ich daneben schießen. Da
Das wird ein Kinderspiel. Ich lasse ihn sogar den Vortritt. Oh. Machen Sie's besser, Sie oberschlauer Klugschwätzer. Mann, oh Mann, oh Mann, das war echt gut. Ja, wirklich sehr gut. Das war wirklich gut. Ich fürchte, ich muss wohl mogeln. Oh, das war aber nicht sehr nett, nein. Tja, nun, so spielt das Leben eben einfach manchmal. Danke sehr, es war ein reizender Abend. Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Oh, was für ein furchtbarer Mensch. Oh, ja. Ist er nicht perfekt? Oh, ja. Er passt wie die Faust aufs Auge. Und so verlor Mad Jack, der Pirat, keine Zeit und setzte die Segel seines mächtigen Seehühnchens und stach zu einem weiteren kühnen, fruchtlosen, schatzsuchenden Abenteuer in See. Wochen, Monate später... Ich halte das nicht mehr aus. Ich ertrag's nicht. Ach, krieg dich wieder ein, Hubert. Nimm die Pfoten von mir. 7 Wochen ohne was Richtiges zu essen. 7 Wochen. Ich werd bald noch verrückt vor Hunger. Ich bin das Schiffsmaskottchen, stimmt's? Jetzt seht doch mal, wie ich dahin schwinde. Seht nur, wie dünn meine Keulen geworden sind. Meine Flügelchen, sie waren mal so fleischig, so kräftig, so saftig und so zart. Ich brauche was Richtiges zu futtern, sonst kündige ich, verstanden? Das könnt ihr mir glauben, okay? Und was wollt ihr dann machen, hä? Dann segelt ihr auf diesem gottverlassenen Ozean ohne Maskottchen rum, so sieht's aus. Denkt mal nach, kein niedliches Tierchen, um das Schiff zu repräsentieren. Was dann, hä? Ich muss meinen Agenten anrufen. Es gibt noch andere Schiffe auf See, die sich drum reißen würden, mich als Maskottchen zu haben. Ich bin in meiner Garderobe und ich komme erst wieder raus, wenn ihr die Situation geklärt habt. Ich mein's ernst. Ha, prima Donna. Wer will Soße zu seinem Hühnchen? Land in Sicht! Oh, da! Es ist wunderschön. Zeig mal her. Hm? Das ist doch nicht wunderschön. Nein, gleich daneben, Sir. Wow! Wir müssen die 3 Hexen finden und uns mit dem Schatz davonstehlen. Also Landgang! Dieser verdammten Karte zufolge suchen wir nach 3 Waldhexen. Die müssten uns den Weg zum Schatz der 3 Hexen zeigen können. Aber woran erkennen wir die 3 Hexen? Das weiß ich doch nicht. Die sehen aus wie 3 Hexen, nehme ich an. Vielleicht helfen die uns. Verzeihen Sie, wir haben uns gefragt, ob Sie wissen, wo sich die 3 Waldhexen rumtreiben könnten und wo wir ihren Schatz finden, damit wir ihn stehlen können. Hey, da ist er! Ich brate meins über! Nein, ich verwandle ihn in einen Käfer. Er ist viel leichter zu transportieren auf diese Weise. Oh, na gut, aber beeil dich ein bisschen. Ja, aber du... Was zum... Ihr seid die 3 Hexen, habe ich recht? Augenblick, ihr wollt, dass ich ein was heirate? Wir wollen lediglich, dass du das Loch-Lach-Nicht-Monster heiratest. Das Monster, das in dem See da direkt vor unserer Tür lebt, Jungchen. Oh, sie ist ein nettes Monstermädchen. Ein nettes Monstermädchen, das in einem See haust? Hör zu, Jack, dir bleibt nicht besonders viel übrig. Darf ich dir unseren Vermieter vorstellen, Mr. Paul? Hallo, Tag. Tag. Mr. Paul hat gesagt, wenn wir jemanden finden, der seine Tochter zur Frau nimmt, erlässt er uns die Hypothek, die auf der Insel liegt, und wir können hier umsonst wohnen. War das nicht nett von ihm, Kleiner? Ja, aber warum ich? Erinnerst du dich an den alten Blinden, dem du die Karte abgeknöpft hast in der Kneipe zum wirren Affen? Was ist mit ihm? Das waren in Wahrheit wir in Verkleidung. Wir dachten uns, wenn wir jemand dazu bringen wollen, ein Seemonster zu heiraten, dann muss er verflucht geldgierig sein. Und du schlägst alle um Längen, Jungchen. Ich bin im Moment ein Käfer, falls es euch entgangen ist. Oh, wir verwandeln dich zurück. Und wir haben ein gemütliches Plätzchen für dich, während wir die Hochzeit vorbereiten. Ich will einen Anwalt. Ein paar wichtige Leute werden mich bald suchen. Was ist mit meinem Telefonanruf? Was ist dein Telefonanruf? Was?
Wer hat das gesagt? Das war ich. Hier, oh, hallo? Ikit, bist du hässlich? Na, hängen Sie hier mal 20 Jahre rum, dann sehen wir ja, wie Sie aussehen. 20 Jahre? Hängst du hier bereits so lange rum? Ja, ich glaube so in etwa. Und wie ist dein Name, Spatzenhirn? Ich heiße Snug, Sir. Snug? Der Name passt irgendwie zu dir. Ich hocke in einem modrigen Kerker mit einer unterbelichteten Ratte namens Snug. Und warte darauf, mit einem Seemonster verheiratet zu werden. Was für ein Glück! Sie werden das Loch Lach nicht Monster heiraten? Manche Kerle haben echt ein Riesenglück. Ein Riesenglück? Es ist ein Seemonster, um Gottes Willen! Genau, das meine ich ja. Ach, halt die Klappe, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Oh, ich mir schon, Sir. Es muss doch einen Weg geben, hier auszubrechen. Ausbrechen? Sagten Sie gerade ausbrechen? Er will ausbrechen. Habt ihr das gehört? Er will hier ausbrechen. Hast du schon mal versucht, auszubrechen? Nein, eigentlich noch nie, wenn ich es mir recht überlege. Was ich jetzt brauche, ist etwas sehr Hartes, um die Gitterstäbe zu verbiegen. Es hat keinen Zweck. Die Gitterstäbe sitzen fester als ein paar von Pamela Andersons Blue Jeans. Dann brauchen Sie jetzt wohl meinen Kopf nicht länger, oder, Sir? Nein, sogar der ist nicht hart genug, um die verfluchten Stäbe zu verbiegen. Ich würde jetzt nämlich gern ein kleines Nickerchen machen, wenn du nichts dagegen hast, Oma. Es gibt nur einen einzigen Ausweg. Ich muss einen Brief schreiben, ihn in eine Flasche stecken, in die offene See werfen und hoffen, dass jemand kommt und mich rettet. Rettet man nicht normalerweise nur schöne Frauen und keine gierigen, unscheinbaren, selbstsüchtigen Piraten wie Sie, Sir? Ja, richtig. Ich muss es so formulieren, als ob es von der schönen Frau geschrieben wurde. Außerdem lasse ich das obligatorische Versprechen auf eine enorme Belohnung gegen Ende einfließen. Und zusätzlich zur bildhübschen Hand meiner Wenigkeit und ewiger, unsterblicher Ergebenheit hat mein Retter außerdem noch Anspruch auf den sagenhaften Schatz, den mein Vater, der König... Nein, mein Vater, der Showbusiness-Anwalt, schenkt Ihnen einen sagenhaften Schatz im Werte von... Naja, mehr als Sie sich vorstellen können. Und ein Schloss und ein Boot und einen lebenslangen Vorrat an Toilettenpapier. Toilettenpapier... Das ist wirklich ein Anreiz, Sir. Ja, mal schade, dass Sie kein Bild beilegen können. Ah, aber das kann ich, Snug, das kann ich. Ich habe hier ein Bild der verführerischsten Frau, die ich je gesehen habe. Es ist das Überbleibsel eines zerfledderten magischen Buchs, bekannt als Katalog für Damenunterwäsche oder sowas in der Richtung. Junge, was hätte ich drum gegeben, auch den Rest des Buches zu sehen? Na, was soll's. Ich rolle es zusammen, stecke es in eine Flasche und werfe es wie folgt aus dem Fenster. Vielleicht hätten Sie es besser aus dem anderen Fenster werfen sollen, Sir. Und wieso hätte ich das? Nun, hauptsächlich, weil das andere Fenster tatsächlich zum Meer rausgeht, wohingegen das, was Sie genommen haben, irgendwie eher zum Parkplatz rausgeht. Ich bin geliefert. Nun, vielleicht kann ich Ihnen ja die Zeit vertreiben, wenn ich einen Witz erzähle, Sir. Nein, ist schon gut, wirklich. Also, es war einmal vor langer Zeit, da waren diese zwei Fischer und die Nonne. Na, jedenfalls treffen diese beiden Fischer... Nein, warten Sie, es waren drei Fischer und ein Beutel Socken. Es waren zwei Pudel und ein Senator und die, nein, ein Senator und ein Fischer, und der, oder waren es... 7 Monate später. Zu dem Delfin. Nein, der Delfin ist aus einem anderen Witz. Vielleicht erzähle ich lieber den anderen. Vielleicht erschießen die mich ja, wenn ich höflich darum bitte. Alles immer noch besser, als langsam von einem deiner furchtbaren Witze umgebracht zu werden, Snug. Es ist so kalt hier drin. Es war früher noch viel kälter hier drin, bevor ich das Poster der Lice Girls über das Loch gehängt habe. Loch? Welches Loch? Snug, warum hast du mir denn nichts davon erzählt? Naja, ich wollte einfach nicht, dass sie frieren. Also dann, mach's gut. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Wir sehen uns. Ich schätze, wir werden uns nicht wiedersehen. Tschüss. Und aufpassen, da sind keine Stufen. Was für ein netter Kerl. Wenn ich meine nichtsnutzige Mannschaft in die Finger kriege, erfahren sie eine völlig neue Bedeutung der Worte. Bitte um Himmels Willen, gib mir meine Schädeldecke wieder. Mad Jack. Mad Jack, der Pirat. Was? Wer ist da? Ich bin es. Ich? Wer ist ich? Ich sind wir. Ich bin es. Dein Gewissen. Entschuldige, mein was? Dein Gewissen. Nie davon gehört. Halt. Ich bin dein Gewissen, Mad Jack. Wie kannst du diese arme Seele in diesem finsteren Kerker zurücklassen, während du dich in die Freiheit davon stiehlst? Weißt du, das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin gegangen und suche jetzt meine Mannschaft und mache aus ihren Schädeln attraktive Kerzenständer damit. Wer war dein Freund? Frey?
Fra? Freu? Tut mir leid. Diese neuen Worte sind wirklich zu viel für du mich. Du kannst die nicht einfach zurücklassen. Du? Doch, kann ich. Hör zu, du gehst mir wirklich langsam auf den Wecker. Es wird nur noch schlimmer. Wirst du mich jetzt jeden Tag nerven, wenn ich nicht zurückgehe und Snack befreie? Diesen kleinen Rattenverschnitt. Ich kann dir sogar ziemlich auf die Nerven gehen. Wenn ich zurückgehe, schnappt man mich vielleicht wieder und zwingt mich, ein Seeungeheuer zu heiraten. Was habe ich denn davon, wenn ich mein Junggesellendasein für diese Ratte Snack riskiere? Die Belohnung, spirituell gesehen, wird enorm sein. Spiritu was? Hör auf, diese ganzen neuen Worte zu benutzen. Verstanden? Ich höre dich einfach nicht. Dann mache ich dieses Geräusch. Und das kann ich Ewigkeiten weitermachen. Na gut, du hast gewonnen. Aber wenn mir irgendwas Schlimmes passiert, kannst du was erleben, Mr. Alge. Allwissen oder wie du auch immer heißt. Gewissen. Gewissen, richtig. Ist das Französisch? Komm schon, du mieser kleiner Nager. Beeilung. Verschwinden wir, bevor die Tür aufgeht und wir erwischt werden. Meinen Sie etwa so? Ja, genau so. Nein, so etwas. Genau richtig gekommen. Ich höre, glaube ich, schon die Hochzeitsglocken, Jungchen. Komm endlich, deine Braut wartet schon. Ich schlag vor, du bindest eine Krawatte um. Ich liebe Hochzeiten. Ich werde niemals wieder eine gute Tat tun, solange ich lebe. Nun, sind wir jetzt alle soweit? Ich bin noch nicht ganz so weit. Ich muss noch überlegen. Sagen wir 30, 40 Jahre? Fang schon endlich an, Zauberchen! Jetzt fehlt uns wohl nur noch die Braut. Seht, da kommt sie auch schon. Das ist ja so ergreifend. Ich brauche ein Wunder! Hallihallo, meine Süßen! Flink! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal froh bin, dich zu sehen. Danke, dass du Hört mal her, ihr furchtbaren Typen. Ich habe hier einen Brief, der offensichtlich von einer schönen Frau geschrieben wurde, die der Heide da heiraten soll. Er ist mir vom Wind direkt in die Hand geweht worden. Offensichtlich wollte das Schicksal, dass ich einschreite und die hübsche Maid selbst heirate. Darf ich noch mal einen Blick darauf werfen? Schweig still, du Wicht, oder beim Donner, ich werde dich erdolchen. Auseinander! Kommt schon, kommt! Hör mal, Jungelchen, was willst du eigentlich genau? Meine gute Frau, falls Sie tatsächlich eine sind. Mein Name ist Flinkschneidig, heldenhafter Held der Hohen See. Ich kann nicht zulassen, dass die holde Maid, die diesen herzzerreißenden Brief geschrieben hat, diesen jämmerlichen Feigenschuft und Dieb heiratet. Na gut, Jungchen, du kannst sie haben. Ja, sie gehört dir, Flink. Verflixt, was soll's. Ich schätze, das Gute siegt wie gewöhnlich. Wirklich? Ah, sehr gut. Danke. Hör zu, kann ich jetzt gehen? Ja, verzieh dich. Ja, Schurke, verzieh dich, bevor ich vergesse, dass Damen anwesend sind und ich dich zu Wurstscheiben verarbeite. Gut, fahren wir fort, konfessionsloser Zauberer. Wo ist die Braut? Da kommt mein liebreizendes Töchterlein angeschwommen. Hallo, mein liebstes Putzilein. Das ist die holde Maid? Niemand hat irgendwas von Holt gesagt, du hübscher Bursche. Verflixt. Da ich nun mal der edle Held bin, der ich bin, kann ich unmöglich mein Wort brechen. Ich fürchte, mir bleibt wohl keine andere Wahl, als dieses Seemonster zu heiraten. Brave Junge. Hey, warte mal, Snack, das muss ich sehen. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Was für ein Armleuchter dieser Flink doch ist. Er heiratet dieses Ding tatsächlich. Endlich lache ich mal zuletzt. Igitt, gleich wird er sie küssen. Sie dürfen jetzt die Brr-Brr-Brr-Braut küssen. Was ist das? Was? Nein, nein! Hallo? Selber hallo, mein Tiger. Oh. Wieso? Wieso? Das Schicksal hat mir wieder einmal auf die Daunenbettdecke gereiert. Beruhigen Sie sich, Sir. Es hätte schlimmer kommen können. Schlimmer? Wie hätte es schlimmer kommen können? Hast du nicht gesehen? Sie ist wunderschön. Nun, wenn Ihr Vater ihm noch den sagenhaften Schatz dazu gegeben hätte. Das ist für dich, Schwiegersohn, eine übervolle Schatztruhe. Du kannst damit tun und lassen, was du willst. Entschuldige bitte die vielen Diamanten. Ach, das macht doch nichts, Vati. Ja! Yeah!
Ich will aber nicht, dass du es mir mit lebenslangen Dienst zurückzahlst, Snack. Ich will, dass du einfach weggehst. Nein, sie haben mir das Leben gerettet und deswegen werde ich nie wieder von ihrer Seite weichen. Ich bleibe bei ihnen, Sir, für immer und ewig, Sir. Kann ich nichts tun, dass du es dir aus deinem kleinen Kopf schlägst? Nein. Ich werde Ihnen helfen, Captain. Ich wollte schon immer ein Pirat sein. Die ganzen Abenteuer auf hoher See und was nicht alles. Hast du überhaupt Ahnung vom Segeln? Nicht die allergeringste, Sir. Schön, das passt hervorragend. Du kannst mein erster Mat sein. Und so kam es, dass Snack, die Ratte, der erste Mat wurde. Und das war der Anfang eines aufregenden Lebens voller Abenteuer auf allen Weltmeeren mit Mad Jack, dem Piraten. Pass bloß auf, dass wir nicht vom Rand der Erde runtersegeln. Dem Rand der was? Dem Rand der Erde! Oh, hallo, ich bin das Hühnchen aus Szene 21. Wie ihr euch vielleicht erinnert, bin ich in dieser Folge in einen Backofen geklettert. Nun haben mich die netten, lieben Menschen des Fernsehsenders gebeten, euch Kindern zu sagen, dass ich gar nicht wirklich tot bin. Seht ihr, sie dachten, ihr würdet vielleicht einen Schock bekommen, wenn ein Hühnchen gebraten und gegessen wird. Obwohl eure Mama vermutlich genau in diesem Moment einen meiner Verwandten im Ofen hat. Seht ihr, wir wollen bloß sicher gehen, dass ihr Kinder wisst, mir geht es gut. Ich bin nicht wirklich tot. Nein, offen gesagt lebe ich in Wahrheit eigentlich gar nicht. Ich bin nur eine Zeichnung und irgendein armer sogenannter Schauspieler leiht mir in diesem Moment gerade seine Stimme in einem billigen Synchronstudio, bevor seine Schicht als radelnder Pizzabote für heute anfängt. Ich kann gar nicht verletzt oder getötet werden, weil ich in Wahrheit nicht existiere. Seht ihr? Passt auf! Seht ihr? Gar nichts. Kein Federchen gekrümmt. Einer Trickfilmfigur kann nichts passieren. Passt auf, ich mach's nochmal. Und gleich nochmal. Es tut mir einfach nicht weh, weil es mich in Wahrheit gar nicht gibt. Versteht ihr?